Ja, einen schönen guten Abend. Wir beginnen relativ pünktlich heute zur dritten Veranstaltung der Reihe Die Qualität der Stadt hier im Bauhaus Reuse. Und wie Sie ja mittlerweile wissen, und der Übersetzer ist ein bisschen zu laut, wie Sie ja mittlerweile wissen, ist es dieses Jahr so, dass wir zuerst mit einer Einführung in das Thema beginnen, in der wir uns Zeit nehmen, den ein oder anderen Begriff ein bisschen näher zu betrachten oder ein bisschen einzuführen und dann um 19 Uhr mit der eigentlichen Diskussion beginnen. Und heute haben wir noch mal eine andere Konstellation, nachdem wir die letzten beiden Male Podiumsdiskussionen hatten. Mit mehreren Gästen haben wir heute mal ein Format, in dem wir einen Vortrag oder beziehungsweise zwei Vorträge noch mit an den Anfang stellen, Impulsvorträge und dann eigentlich auf so eine Art moderiertes Zwiegespräch zwischen unseren beiden Gästen hinaus wollen, die ich Ihnen auch gleich kurz und dann nachher, wenn dann hoffentlich alle Gäste da sind, noch ein bisschen ausführlicher vorstellen werde. Mein Name ist Robert Huber, ich bin von Zukunftsgeräusche. Wir sind ein Büro, das in Berlin und München ansässig ist und sind die Urheber von diesem sehr schönen Gebäude, wie ich sagen darf, das Bauhaus Reuse, hier auf dem Gelände des Bauhausarchiv Museum für Gestaltung in Berlin. Und mit dieser Information möchte ich auch gerne die Kooperationspartner des heutigen Abends vorstellen. Das ist einmal das Bauhausarchiv Museum für Gestaltung, die Architektenkammer Berlin, das Kompetenzzentrum Großsiedlungen, die Technische Universität Berlin, da genauer das Fachgebiet für Soziologie oder das Institut für Soziologie und unser Förderer in diesem Jahr, ganz besonderen Dank an die Bundeszentrale für politische Bildung. Das werden Sie wahrscheinlich danach nochmal hören, zum Hauptteil der Veranstaltung. Zu meiner Linken möchte ich Ihnen nur, nein, zu Ihrer Linken, zu meiner Rechten möchte ich Ihnen Frau Rodenstein vorstellen, Marianne Rodenstein von der Universität Frankfurt, kürze ich das jetzt einmal ab, danach folgt das noch ausführlicher. Und zu meiner Linken, zu Ihrer Rechten, Herrn Uwe Wirth, den ich Ihnen natürlich auch noch mal später ausführlich vorstellen werde. Herr Wirth ist Professor für Neue Deutsche Literatur an der Universität in Gießen und Frau Rodenstein ist Soziologin und emeritiert mittlerweile. Aber wie gesagt, eine Kurzbiografie folgt. Ja, der heutige Abend wird so ablaufen, dass wir ein wenig einführen wollen in den Begriff der Performativität oder der Performance, den wir so auf das Thema der Stadtentwicklung oder der Entwicklung der Stadtgesellschaft, da werden wir auch gleich noch einiges dazu hören, projiziert haben. Da sind wir natürlich nicht die Ersten, aber es eignet sich, denke ich, doch, da so das ein oder andere Prinzip zu analysieren. Aber wie Sie wissen, haben wir fünf Veranstaltungen in dieser Reihe und in jeder haben wir uns ein Thema oder einen Aspekt zum Thema Stadtgesellschaft vorgenommen. Und ich benutze schon wieder Stadtgesellschaft und neben dem Begriff der Performativität werden wir auch die performative Entstehung des Begriffs der Stadtgesellschaft erst einmal heute erläutern. Wir benutzen diesen Begriff alle sehr selbstverständlich und er ist das gar nie so gewesen, wie wir wahrscheinlich gleich lernen werden. Ja, meine einleitenden Worte zur Veranstaltung dann auch später. Und ich würde jetzt gerne durchaus gleich mit der Einführung beginnen. Und zuerst, nicht Ladies first, zuerst, weil wir das mit dem inhaltlichen Aufbau so haben, das Wort an Herrn Wirth geben. Wir machen ein kleines Textstudium, wie wir im Vorgespräch besprochen haben, und zwar zur zweiten Vorlesung von John L. Austin zur Theorie der Sprechakte. Sie haben alle, die hier zur Einführung schon gekommen sind, eine Kopie dazu bekommen. Und mit diesem kleinen Textstudium steigen wir jetzt einfach ein. Und
Wir haben danach ganz viel Zeit für Fragen. Wir wollen eigentlich relativ zügig durch die Einführung durchgehen, aber wenn wirklich eine ganz dringende Frage doch aufkommt, wenn wir irgendwas vergessen haben, was unverständlich ist, um den Begriff auch einzuführen für die, die ihn vielleicht noch nicht kennen oder nicht in diesem Zusammenhang, dann bitte stellen Sie doch diese Frage. Herr Wirth, ich übergebe an Sie. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einleitung. Ich weiß gar nicht, ob ist das jetzt der Soundcheck adäquate Ton? Gut, okay, alles klar. Gut. Ja, wir haben uns das so überlegt, weil ich nachher nochmal so 30 Minuten tatsächlich versuchen will, die Frage nach Stadt und Emanzipation und Stadtluft, die frei macht und Performativität zusammenzudenken, dass ich jetzt hier gar nicht zu viel Raum einnehme für den Performance-Begriff, dass wir uns ein Viertelstündchen vielleicht mit dem Begriff beschäftigen und ich dann das Wort an Sie übergebe, damit wir uns nochmal über den Begriff der Stadtgesellschaft ein bisschen mehr informieren können. Und ich würde Sie, wir machen jetzt so eine Art Seminar, würde ich ja vorschlagen. Ich meine, wenn wir jetzt schon hier so inoffiziell im Vorglühen sind, dann nutzen wir das doch jetzt einfach. Und ich wollte Sie einfach mal fragen, wer von Ihnen hat denn schon mal diesen Begriff der Performativität oder der Performance gehört oder musste mit dem irgendwie was machen? Also Sie haben das, okay, also niemand, das heißt First Contact. Ja, haben Sie denn alle Ihren Text, ich mache jetzt mit Ihnen sozusagen ein kleines, in dem Fall wirklich Pro-Seminar, ja, weil es ist ja Pro für den Rest der Veranstaltung. Und also Sie sehen, das ist natürlich so ein bisschen mit so leichten Eitelkeiten gerahmt, weil das ist ein Band, den ich mal rausgegeben habe, eine Anthologie, die ich rausgegeben habe zum Begriff der Performance. Und es wurde ja schon gesagt, ich bin Literaturwissenschaftler von Haus aus, habe aber auch mal Philosophie studiert und bin in Gießen jetzt auch für die Kulturtheorie zuständig. Und dieser Band ist überhaupt nur deswegen entstanden, weil meine Kolleginnen und Kollegen aus der Literaturwissenschaft immer, wenn sie was ganz Tiefes sagen wollten und die anderen verwirren wollten, haben sie immer Performance gesagt. Und ich habe nur irgendwie zufällig mal tatsächlich auch Sprachphilosophie in Amerika studiert und war in Frankfurt bei Apel und Habermas, also habe so ein bisschen so einen Hintergrund und dachte, Mensch, das muss man doch mal richtig machen, da muss man doch mal die verschiedenen Dimensionen des Performance-Begriffs klar machen. Und so entstand das. Und diejenige, die eigentlich hier heute Abend sein sollte, weil sie den Performance-Begriff wirklich ganz prominent gemacht hat in Deutschland, Erika Fischer-Lichte, die ist leider nicht da, aber sozusagen vielleicht auch sozusagen in ihrem Sinne oder in ihre Richtung gehend, würde ich gerne mit Ihnen gemeinsam so mal einen Blick in diese berühmte zweite Vorlesung von Austin werfen. Und wir können einfach mal drei oder vier berühmte Textstellen aus diesem Ding lesen, wenn Sie wollen. Ich werde danach nochmal kurz drauf eingehen, also in meinem Vortrag. Aber wenn man diesen Begriff noch gar nie gehört hat, dann denkt man erstmal, oh Gott, was ist das? Und wenn Sie sich das mal so anschauen, wie das Ding anfängt. Also ist die zweite Vorlesung. John Austin ist Philosophieprofessor in Oxford, hält eine Vorlesung, ist jemand, der sich ganz stark mit Wittgenstein auseinandergesetzt hat, ist der Frege-Herausgeber in England, also ein beinharter Sprachphilosoph, der sich nun mit einer Frage beschäftigt, nämlich mit der Frage, wie gehen wir mit Sprache um, wenn Sprache doch eigentlich unser Zugang zur Welt ist und uns die Welt erschließt und wahre Sätze uns etwas Wahres über die Welt berichten und unwahre Sätze uns etwas Unwahres über die Welt berichten. Und nun gibt es eine Klasse von, Wittgenstein hätte gesagt, Wortspielen, die komischerweise gar nicht nach diesem Funktionsschema wahr oder falsch zu behandeln und zu bewerten sind. Und das sind solche Sachen wie, ich verspreche Ihnen jetzt nicht länger als 10 Minuten noch über Performance zu sprechen oder ich erkläre hiermit die Pro-Seminarsitzung für geschlossen oder also solche Sachen. Oder was jetzt genau gerade auch immer wieder auftaucht, dass irgendwie man sich fragt, hat jetzt irgendwie Trump jemanden den Krieg erklärt, indem er ihn beleidigt hat, oder war das einfach nur eine Beleidigung? Ja? Solche Fragen, die also auch, wo man auch merkt, diese Sprechakte haben eine unglaubliche institutionelle Macht, einen unglaublichen institutionellen Impact, insofern wir alle eigentlich täglich
Sprechakte verwenden, explizite Sprechakte oder indirekte. Wenn man sagt, Mensch, hier ist aber kalt, dann könnte das zum Beispiel ein indirekter Sprechakt sein, dass jemand, dass ich sagen will, ach, mach doch mal die Heizung an. Ja? Mach doch mal die Heizung an, wäre ein ganz klarer, direktiver Sprechakt. Da hätte ich das explizit gemacht und Mensch, ist hier kalt, das wäre jetzt ein indirekter Sprechakt. So. Und das ist im Grunde genommen die Idee, die Austin hier entwickelt. Und Austin ist, das merkt man so im Laufe auch dieser zweiten Vorlesung, unglaublich humorvoll. Das ist so ein typischer englischer Professor, der so souverän ist, dass er aus der Tiefe des Raums kommt, sich über Sprachphilosophie Gedanken macht und dann aber auch überhaupt kein Problem hat, sich zu widersprechen oder zu sagen, Mensch, was ich in der letzten Vorlesung gemacht habe, das war eigentlich alles Unfug. Wir müssen nochmal von vorne anfangen. Also es ist jemand, der wirklich, also ich bewundere ihn sehr, das ist wirklich ein ganz großartiger und toller Philosoph gewesen. So, schauen Sie sich mal die ersten zwei Sätze an, wie die lauten. Da heißt es, wie Sie sich erinnern, also es gab ja eine erste Vorlesung, wollten wir ein paar Fälle untersuchen, nur ein paar Hilfhimmel, in denen etwas sagen, etwas tun heißt, in denen wir etwas tun, dadurch, dass wir etwas sagen oder indem wir etwas sagen. Und das ist im Grunde, wenn Sie so wollen, schon die Formel von dem, was man dann Sprechakttheorie nennt, dass man eben im Äußern des Wortes oder einer Formel sich auf was festlegt, dass man sozusagen Verbindlichkeit eingeht. Und das spielt er jetzt sozusagen durch. Wir können sofort mal jetzt die Seite 64 gehen. Er macht sich nämlich darüber Gedanken, wie ist das denn jetzt, wenn man sagt, ich erkläre hiermit den Krieg oder ich erkläre hiermit die Sitzung für eröffnet. Wer darf das denn? Was muss ich denn sein oder was muss ich denn gemacht haben, damit dann die Leute auch folgen, wenn ich einen Befehl gebe oder dass mir Leute glauben, dass ich, wenn ich das Ja-Wort gebe vor dem Altar, dass ich das auch wirklich ernst meine. Ja, also er macht sich mit anderen Worten Gedanken über die sogenannten Gelingensbedingungen von Sprechakten. Und das sehen Sie auf der zweiten Seite. Wenn Sie mal in der Mitte gucken, also es geht sozusagen hier auf Seite 64 sozusagen in der oberen Hälfte um die passenden Umstände, das ist so ein Wort, das er gebraucht, und dann heißt es an einer Stelle, um uns davon zu überzeugen, brauchen wir unsere, also was müssen wir denn eigentlich machen oder wann haben wir es fertiggebracht, dass Leute glauben, dass wir eine Wette, Engländer wetten ja immer, dass eine Wette zustande gekommen ist. Also zum Beispiel müsste ich jetzt sagen, wollen Sie mit mir wetten, dass ich in 5 Minuten aufhöre zu sprechen? Nein. Mist. Worum wollen Sie denn wetten? Jetzt sagen Sie nicht um gar nichts. Es geht hier um Höheres. Der Wetteinsatz oder das Wettthema? Wir wetten um irgendetwas. Engländer wetten auf, was weiß ich, was für ein Name das nächste Kind von der... Gut, okay. Meghan Markle. Genau, wie werden Sie es nennen? Wie werden Sie das Kind nennen? Ja, darauf wetten wir. Harry. Ja? Würden wir jetzt wetten. Ja. So, und jetzt müssten wir sagen, top, die Wette gilt. Ja. Und dann wird sozusagen ein Wetteinsatz gegeben. 5 Euro würde ich jetzt mal vorschlagen. Sehe ich ein, ja. Ja. Also von meiner Seite aus könnte ich auch 10, aber ich weiß nicht. Machen wir mal bei fünf. So, und jetzt wäre die Frage, jetzt gilt die Wette, ja? Also jetzt müssten wir sozusagen, die Buchmacher müssten jetzt gucken, irgendwie heißt dieses Kind tatsächlich Harry, und ich finde es relativ, also ich habe keine gute Wette abgeschlossen, das ist relativ unwahrscheinlich, aber wenn ich gewinne, so, und jetzt, das ist genau dieses Szenario, und man muss sozusagen dieses Top, die Wette gilt, und aber es ist natürlich am Ende auch so, dass man die Wette einlösen muss. Also ich komme dann wirklich für diese 5 Euro nochmal und sage, die möchte ich jetzt auch haben, oder? Wenn man mit dem moldawischen Inkassobüro konfrontiert wird, wo die Wettschulden dann auf einmal 50.000 Euro sind, weil man irgendwie heimlich gewettet hat, dann merkt man also, es gibt Verbindlichkeiten und die werden auch eingetrieben. Und das ist genau die Idee, um die es Austin hier geht, dass man sagt, wenn man Sprechakte äußert, legt man sich auf etwas fest. Man muss die Konsequenzen dessen, was man gesagt hat, also das Wort gilt, man muss die Konsequenzen dessen, was man gesagt hat, tragen und man muss dafür etwas tun. Und das Äußern der Worte ist aber im Grunde genommen schon so eine Art initiale Zündung für das, was dann getan wird. Und an dieser Stelle heißt es dann, um uns davon zu überzeugen, brauchen wir unsere Wette zum Beispiel bloß anzubieten, wenn das Rennen schon gelaufen ist. Dann würde eine Wette zum Beispiel nicht gelten. Ne?
Außer, dass man die Wörter der performativen Äußerung aussprechen muss, müssen in der Regel eine ganze Menge anderer Dinge in Ordnung sein und richtig laufen, damit man sagen kann, wir hätten unsere Handlung glücklich zustande gebracht. Und diese Glückensbedingung, also diese Sprechhandlung sozusagen happy gelingen, das ist, wenn Sie so wollen, eine Art ironischer Neologismus, den Austin einführt, um sich sozusagen auch von dieser üblichen sprachphilosophischen Terminologie abzuheben, die es ansonsten gibt. Also das ist so die Grundidee. Und Sie sehen, wenn Sie das so durchblättern, es gibt dann so auf Seite 65 so eine seltsame A, B, B1, B2, Gamma 1, Gamma 2. Das ist so dieser Duktus, das gehen wir jetzt natürlich nicht durch, aber das ist dieser Duktus, diese Idee, diese Herangehensweise von Austin. Und was er macht und was wirklich sehr interessant ist, ist, dass er, ich hatte ja gesagt, er ist sehr humorvoll, sehr ironisch, er geht im Grunde genommen die Frage nach den Gelingensbedingungen ex negativo an. Er sagt also, was sind denn die Gründe, warum Sprechakte schiefgehen können? Ja, warum kann ich denn zum Beispiel keinen Esel heiraten? Ja, so, und warum kann ich denn keinen Esel heiraten, um die Institution der Ehe zu veralbern? Ja, so, und dann sagte er, damit habe ich die Antwort eigentlich schon gegeben. Wenn ich das tun würde, würde ich genau das machen. Also ich würde sozusagen diese Institution unterlaufen. Und er fragt sich ja, kann es zum Beispiel auch sein, dass man irgendwie mehrere Infelicities, wie er das nennt, also mehrere Szenarien, in denen etwas schiefläuft, gleichzeitig machen. Sagt, ja, das geht. Also man kann sozusagen einem Esel das nicht ernst gemeinte Versprechen geben, ihm eine Möhre zu schenken. Ja? Also abgesehen davon, dass der Esel natürlich nicht versteht, was man sagt, wäre das sozusagen nicht. So. Und diese Art des Denkens, des Nachdenkens darüber, wann Sprechakte gelingen und wann nicht, das ist das, was die Performance-Theorie jetzt in ihrem Ursprung, also wie Austin sie entwickelt hat, auszeichnet. Und es gibt dann sozusagen zwei interessante Formen des Misslings, die auch sehr folgenreich geworden sind. Das eine ist natürlich der Missbrauch von Sprechakten, also wenn man betrügerisch etwas verspricht, das wäre eine Form von Sprechakt, ein kommissiver Sprechakt, den man aber nicht ernst meint. Sie merken, dieses Ernst meinen ist eine ganz wichtige Kategorie. Und das Zweite, und das ist, glaube ich, auch was, worin sich im Grunde genommen eine sehr folgenreiche Debatte im Diskurs dieser postmodernen Auseinandersetzung der Derridas mit der Sprechakttheorie dann festgebissen hat, ist die Frage, was passiert denn eigentlich, wenn ich einen Sprechakt zitiere? Also wenn ich zum Beispiel auf einer Theaterbühne heirate, dann gilt ja das Heiratsversprechen nicht. Das wäre wie ein Zitat. Ja? Also das sozusagen ist unter bestimmten Bedingungen ist, dass Sprechakte keine Gültigkeit haben, dass die keine Kraft haben. Ja, Sie merken auch so manchmal bei diesen Richtersprüchen vom Gericht, dass man sagt, im Namen des Volkes oder Kraft des mir verliehenen Amtes, da ist diese Kraftvorstellung mit dabei. Und die Idee dabei ist, dass beim Zitieren von Äußerungen von Sprechakten eben diese Kraft im Grunde abgeschnitten ist, dass es, wenn Sie so wollen, kraftlose Äußerungen sind. Und Sie merken, dass das sozusagen impliziert ist an einer Formulierung, die Austin auf Seite 70 verwendet. Und das ist wirklich diese berühmte Passage, an der sich wirklich 10 Jahre Sprachphilosophen oder Sprechakt oder pragmatische Sprachphilosophie und dekonstruktive Literaturwissenschaft die Köpfe eingeschlagen haben. Ja, weil natürlich die Literaturwissenschaftler, wir haben es nur dann mit Sprechakten zu tun, die keine Kraft haben. Das wollen wir natürlich uns auch nicht auf uns sitzen lassen. Wir wollen ja auch was sein, wichtig sein. Und wichtig ist man nur, wenn man illokutionäre Kraft hat. So. Und da sagt er also auf der Seite 70, in einer ganz besonderen Weise sind performative Äußerungen unernst oder nichtig, wenn ein Schauspieler sie auf der Bühne tut oder wenn sie in einem Gedicht vorkommen. Na, da haben sie es natürlich. Das ist das, was uns besonders aufgeregt hat. Oder wenn jemand sie zu sich selbst sagt. Jede Äußerung kann diesen Szenenwechsel in gleicher Weise erleben. Interessanterweise, Szenenwechsel ist eine Übersetzung im Englischen, steht hier Sea Change. Und der Begriff des Sea Change ist besonders ironisch, weil es gibt einen
Text oder ein Zusammenhang, in dem der Begriff Sea Change vorkommt, nämlich das ist Shakespeare, der Sturm. Und im Grunde ist der Witz, dass hier Austin über die Entkräftung von Sprechakten im Rahmen von Literatur spricht, aber zugleich einen Begriff verwendet, um den zu beschreiben, der nur in der Literatur vorkommt. Ja? So, unter solchen Umständen wird die Sprache auf ganz bestimmte, dabei veränderliche und undurchschaubare Weise unernst gebraucht. Und zwar wird der gewöhnliche Gebrauch parasitär ausgezehrt. Und dieses Parasitäre, das war dann sozusagen das andere Reizwort. Die Idee ist eben, dass wenn man etwas zitiert, wenn man etwas ironisch anführt, dass es dann wie so eine Art parasitäre Sprachverwendung ist, die so aufsetzt. Also Derrida verwendet dann die Metapher der Aufpfropfung dafür, die sich auf einen anderen Diskurs draufsetzt, sozusagen, um von ihm die Kraft zu entziehen. So, Punkt. Das war die 5-Minuten-Terrine Performativität. Die ganze Performativitätstheorie in 7,5 Minuten. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Wirth. Das war ja auch jetzt mehr sozusagen der Hintergrund zum Wort oder zum Begriff. Es war natürlich auch fast schon die ganze Performativitätstheorie in 5 Minuten. Aber wir werden ja von Ihnen nochmal danach etwas hören, wo Sie das dann noch auf die Stadtentwicklung beziehen. Aber was wir natürlich neben dem Begriff gelernt haben, ist, dass sich Herr Böhmermann natürlich auf Austin berufen hätte können mit seinem Erdogan-Gedicht, dass das vollkommen nichtig und unernst gemeint war und somit nicht justiziabel, aber da hat er das vielleicht nicht gekannt. Jetzt vom Begriff der Performativität oder der Performance zu einem Begriff, den wir in dieser Reihe, wie ich schon sagte, ständig verwenden, den wir auch im Titel der Reihe verwendet haben, wenn wir schreiben, die Performativität der Stadt, Integration oder Emanzipation und Integration in der Stadtgesellschaft. Wir sprechen alle, und das tun auch nicht nur wir, sondern in vielen Werken, wird von der Stadtgesellschaft gesprochen. Und wenn wir uns jetzt über die Konstruktion von Aussagen oder Begriffen unterhalten, dann sollten wir es konsequenterweise auch mit dem Begriff der Stadtgesellschaft machen. Ich hatte das ehrlich gesagt gar nicht erst auf dem Schirm, dass wir tatsächlich so den Begriff auch nochmal auseinandernehmen können, weil er mir seit meinem Studium so geläufig war und war dann ganz froh, dass Sie mich darauf hingewiesen haben und mir einen wunderbaren Text zugeschickt haben. Und ja, ich finde das sehr erhellend und würde gerne das Wort an Sie geben, um diesen Begriff etwas auf die Schliche zu kommen. Ja, vielen Dank, Herr Huber, auch für die Einladung, denn das fand ich jetzt auch mal interessant, so ein bisschen im Nebel herumzustochern. Aber bei mir ging das alles los. Meine kleine Untersuchung ging damit los, dass ich mich praktisch jeden Tag, wenn ich die Zeitung aufschlug, wieder geärgert habe, weil immer dieser Begriff Stadtgesellschaft und zwar immer häufiger zu lesen war. Und nun bin ich Soziologin und weiß, dass die Dinge überhaupt nicht zusammengehen, Stadt und Gesellschaft. Stadt ist teilweise zum Teil vergesellschaftet, die Bevölkerung, zum Teil aber auch vergemeinschaftet. Und das ist gerade das Besondere an der Stadt. Also als soziologischer Begriff, als Beschreibung oder auch als Analysebegriff ist es meines Erachtens völlig unbrauchbar, dieses Wort. Also habe ich mir überlegt, was kann denn das eigentlich bedeuten, damit ich mich nicht länger darüber ärgern musste. Meine Vermutung war, dass man die Verwendung des Begriffs der Stadtgesellschaft performativ deuten muss als einen Akt, in dem sich mit der Benennung zugleich das Phänomen Stadtgesellschaft selbst also erzeugt bzw. erzeugt werden soll. Wenn ein Sprecher oder eine Sprecherin
Stadtgesellschaft sagt, dann wird damit in anderen die Vorstellung hervorgerufen, dass es eine auf die Stadt orientierte Gemeinschaft gibt, deren gemeinsamer Bezugsrahmen eben nicht der Staat oder die Nation oder sonst was ist, sondern die Stadt. Welches aber das Sinnmuster dieser Gemeinsamkeit ist, kann zunächst offen bleiben und im Grunde jeder kann das deuten, wie er will. Die Frage, die sich mir also stellte, war, welche Wirklichkeit wird mit der Verwendung des Wortes hergestellt? Ich habe dann in Zeitungsarchiven, Büchern und bei einigen Autoren danach geforscht, mit welcher Bedeutung das Wort entstanden ist. Und dazu zwei kleine Ergebnisse. Erstens, die Karriere dieses Begriffs begann Anfang der 90er Jahre, das 1993 eingerichtete Online-Archiv der FAZ verzeichnet in diesem Jahr genau drei Artikel im Feuilleton. Zwei Artikel davon waren von dem Architekturhistoriker Michael Mönninger und dem Publizisten und Stadtplaner Dieter Hoffmann-Axthelm. Und die beiden haben dann auch bei der Verbreitung dieses Wortes eine größere Rolle gespielt. Als ich das begann, diese Untersuchung, das war im Jahr 2012 und zwar im Oktober, und bis dahin waren also in diesem Jahr bereits in diesem FAZ-Archiv 523 Mal dieser Begriff gefallen und wurde da aufgezeichnet. Und zunächst erscheint er also im Feuilleton und wandert dann in den Lokalteil der Zeitungen. Und zwar nicht nur in Frankfurt, sondern in Berlin, München, Köln, Stuttgart. Überall ist das Wort Stadtgesellschaft präsent. Am allerwenigsten interessanterweise in Hamburg. Also in der wissenschaftlichen Literatur, 1993 erscheint das Buch Die dritte Stadt von Hoffmann-Axthelm, in dem er eben diesen Begriff benutzt. Und dann gibt Herr Mönninger im Anschluss an eine Tagung ein Buch heraus, 1999 im Surkamp Verlag, und das heißt dann Stadtgesellschaft. Auf Nachfragen hin kommt heraus, dass auch da Herr Hoffmann-Axthelm auf diesem Titel bestanden hat oder das angeregt hat. Okay, dann geht das in schneller Folge weiter. Heidmann-Anhut im Jahr 2000, die bedrohte Stadtgesellschaft. Und dann kommen immer mehr Bücher raus, wo dann die Migranten irgendwie eine Rolle spielen. Also in den und so ist anzunehmen, dass also vermittelt über Zeitungen und Fachtagungen in den letzten 25 Jahren zwischen dem Gebrauch der in der Alltagssprache der städtischen Fachleute und der Politik sowie dem Gebrauch in der Stadtforschung dieser Begriff hin und her wanderte. In diesem Oszillieren zwischen Wissenschaft und Alltagssprache gibt es gegenseitige Verstärkungen, aber auch Veränderungen der Bedeutung. Und wie das im Einzelnen allerdings geschah, das habe ich nicht nachvollziehen können. Als nächstes habe ich die Kontexte untersucht, in denen das Wort auftaucht. Und da kann man sehr deutlich drei Kontexte unterscheiden. Das erste habe ich so genannt, also Stadtgesellschaft 1, das ist das Dach, was über die innere Vielfalt der Stadt ausgebreitet wird. Stadtgesellschaft meint dann die Gesamtheit der Bevölkerung der Stadt, deren Gemeinsamkeit in einer nicht näher spezifizierten Zusammengehörigkeit besteht. Dies ist eine Wortbedeutung, die um die Mitte der 90er Jahre bereits deutlich erkennbar ist. In Berlin wird 1992 die Fortschreibung der Spaltung der Stadtgesellschaft in Ost und West durch eine bestimmte Stadtplanung befürchtet.
In München spricht der DGB von der Herausforderung für die Stadtgesellschaft durch die Arbeitsmigration aus Osteuropa und so weiter und so fort. Dieser Begriff wölbt sich also wie ein Dach über die innere Ungleichheit und Differenzierung in der Stadt. Stadtgesellschaft ist also das, wofür sich die Stadtverwaltung im Grunde verantwortlich fühlt. Stadtgesellschaft in diesem Sinne ist ein inklusiver Begriff. Er besagt im Grunde, wir alle sind Stadtgesellschaft, aber Bewohner des Umlandes gehören eindeutig nicht dazu. Im Begriff Stadtgesellschaft wird also politisch Fragmentiertes, Ungleiches, also alles das, was die Soziologie immer analysierend feststellt, wird sprachlich sozusagen das wird zusammengefügt und sprachlich ein Zusammenhalt hergestellt, der faktisch jedoch ein politisches Problem darstellt. Insofern steht er als Platzhalter für einen realen, nicht vorhandenen oder als bedroht angesehenen Zusammenhang der städtischen Bevölkerung. Viel benutzte sprachliche Metaphern vom Rand und der Mitte der Stadtgesellschaft legen die Vorstellung nahe, dass es sich hier eher um ein flaches soziales Gebilde mit Zentrum und Peripherie handelt und es um die Zugehörigkeit in der Mitte geht. So forderten Muslime in Frankfurt ihren Platz in der Mitte der Stadtgesellschaft. Der zweite Begriff, den ich deutlich erkennen konnte, für den ich Ihnen das Beispiel jetzt von Christian Ude gebe, der 1993 bei der Vorstellung des Programms der SPD sagte, dass er eine solidarische Stadtgesellschaft statt Ellenbogen und Spaltung, Ellenbogengesellschaft und, oder Spaltung wollte. Und so geht das dann weiter. Viele wünschen sich eine soziale Stadtgesellschaft und, oder ein mehr Miteinander und so weiter. In diesen Beispielen zeigt sich, dass das Angebot zur Identifikation mit und zur Zugehörigkeit zu der Stadtgesellschaft noch nicht den Erwartungen der Sprecher und Sprecherinnen entspricht. Eine dritte Bedeutung ist jetzt wirklich was anderes, denn als Stadtgesellschaft wird gelegentlich eine Teilgruppe der Bevölkerung bezeichnet. Dabei entsteht ein neuer Begriff, der sich auf gewisse Personen und Organisationen bezieht, die sich durch eine besondere Beziehung zur Stadt auszeichnen und sich immer wieder auch zu bestimmten Anlässen treffen. Diese Teilgruppe der Gesellschaft unterscheidet sich also vom Rest der Bevölkerung nicht durch die Zugehörigkeit zu Migranten oder Einheimischen, arm oder reich, wie im ersten Begriff, sondern dadurch, dass sie in irgendeiner Weise einflussreich ist und sich für die Stadt einsetzt. Beispiele aus Frankfurt gibt es da jede Menge, ob über den Frankfurter Opernball, die Grundsteinlegung der neuen Altstadt oder die Verabschiedung der Oberbürgermeisterin berichtet wird, immer sehen die Medien die Stadtgesellschaft versammelt. Die Oberbürgermeisterin spricht dann auch gelegentlich oder sprach damals gelegentlich von ganz Frankfurt sei da versammelt gewesen. Dabei handelt es sich um höchstens 1000 Personen, die sich in verschiedenen Konstellationen bei öffentlichen Angelegenheiten immer wieder treffen, aber keineswegs nur aus Frankfurt, sondern auch aus der Region kommen. Hier hat also der Begriff etwas Exklusives und es ist aber nicht eine Funktions- oder eine Machtelite, um die es sich hier handelt, sondern im Grunde ein neues soziales Gebilde, das die Politik selbst konstituiert, und zwar durch die zahlreichen Anerkennungsrituale in der Stadt für Personen,
die sich in besonderem Maß für die Stadt einsetzen. Und bei genauerer Untersuchung dieses Gebildes würde man auch eine Anerkennungshierarchie erkennen können, bei denen in Frankfurt ganz klar die Stifterinnen und Stifter an der Spitze stehen. Ich fasse noch mal zusammen. Die Untersuchung zeigte, dass der Begriff Stadtgesellschaft, wie er auf die gegenwärtige Stadt angewendet wird, mehrdeutig ist. Es wird in der Variante 1 vor allem zunächst von der Stadtpolitik als gedachte Ganzheit der Bevölkerung, als ein imaginärer Zusammenhalt propagiert. In der Variante 2 mit Normen versehen, wie der in diesem Kulturkreis als normal angenommenen Qualität sozialer Kohäsion und Integration. Und während diese beiden Varianten auf den Zusammenhalt der städtischen Bevölkerung sich beziehen, bezeichnet die Variante 3 diejenigen, die sich bereits in ihrem Handeln bewusst an der Stadt und ihren Problemen orientieren, und zwar erfolgreich, und damit beitragen, dass sich der imaginäre Zusammenhalt zu einem realen entwickelt. Das bedeutet, dass ich eigentlich hier in dieser Begriffsvarianten eine Hypothese erkennen kann über die sprachliche Herstellung von Stadtgesellschaft. Demnach wäre sozusagen Doing Stadtgesellschaft eine neue Praxisform, die sich in manchen Städten seit den 90er Jahren entwickelt hat und also ja bis hierher gedrungen ist. Eine Vermutung natürlich ist natürlich, dass die Fiktion Stadtgesellschaft der realen Differenzierung der Gesellschaft, ihrer Unübersichtlichkeit und Entgrenzung entgegengehalten werden sollte und sie selbst eben ein Angebot zur Kontingenzschließung, zur Herstellung einer Übersichtlichkeit darstellt. Vielen Dank für diese Reflexion über den Begriff der Stadtgesellschaft an sich. Und ich meine, das Wesentliche, was man ja daraus nimmt, ist, dass Stadtgesellschaft abhängig von dem, oder die Bedeutung von Stadtgesellschaft abhängig von dem jeweils Sprechenden ist, dessen Intention und natürlich auch die Zugehörigkeit oder die Integration oder wie man das auch benennen will, in diese Stadtgesellschaft oder was diese Stadtgesellschaft dann auch offeriert für den Stadtmenschen, den wir in der ersten Veranstaltung mit Simmel auseinandergenommen haben, natürlich unheimlich davon abhängig ist. Ich würde es jetzt bei dieser Einführung soweit belassen. Wir sind jetzt relativ gut in der Zeit, da bin ich ganz froh. Und würden jetzt ungefähr 10 Minuten Pause machen und dann übergehen zum Hauptteil der Veranstaltung, wo wir dann nochmal zwei Impulsreferate hören werden, die sich dann mit dem Titel oder mit dem Thema der heutigen Veranstaltung aufbauend auf diesen Begriffen auseinandersetzen. Und zwar einmal wird das zum Thema Performativität und Stadtentwicklung, so habe ich das jetzt mal, ich hatte noch gefragt, ob ich einen Titel bekomme, aber so habe ich das jetzt mal improvisiert. Ja, das ja. Ach so, der heißt dann auch so? Ich habe jetzt mal einfach, Stadtluft macht frei, also ich habe hier einen Titel jetzt genommen, um so, irgendwas draus zu machen. Perfekt. Doch, das sei der Arbeitsauftrag. Das ist großartig, ja. Damit beginnen wir dann, das war der Arbeitsauftrag und mit dem Impuls beginnen wir dann und hören danach dann im Anschluss einen zweiten Impuls über die Entwicklung des Begriffs oder des Prinzips der Emanzipation unter dem Titel, den habe ich aber hier richtig aufgeschrieben, Emanzipation, Stadtentwicklung und die Freiheiten, die Städte bieten. Und damit verabschiede ich Sie jetzt in die Pause.
Gerne können Sie auch eine Frage stellen. Ich muss sich aber noch mal darauf hinweisen, dass die Veranstaltung aufgezeichnet und live übertragen wird. Nicht, dass Sie da mit nicht einverstanden sind. Das mache ich sonst immer dann später. Das Mikrofon bitte, Jana. Sie haben ja Beispiele genannt, die sehr so spekulativ sind. So rein, ja. Sehr spekulativ sind wie Krieg. Also wenn ich sage, ich nehme jetzt den Krieg, ich erkläre jemandem den Krieg und dann tue ich es oder tue ich es nicht. Oder die Ehe oder sonst was. Gilt denn das auch für normale Handlungen? Beispielsweise, also wenn ich jetzt als Individuum sage, ich gehe jetzt und ich stehe jetzt auf, also ich übersetze das in eine Handlung von mir und die Tür ist geschlossen und ich komme nicht raus, dann ist das also nicht vollzogen. Ist es das? Gilt das auch für so ganz triviale? Es gilt für ganz trivial. Also jetzt Krieg ist richtig, das ist sozusagen, erstmal wollen wir darüber gar nicht nachdenken und zweitens sind wir alle nicht in der Position, irgendjemandem den Krieg zu erklären, außer auf einer persönlichen Ebene. So, dass, wenn Sie Ihrem Nachbarn, der Sie immer ärgert, sagen, aber das ist sozusagen dann metaphorisch gemeint. Wenn Sie, ich meine, Ehe ist nicht ganz so spekulativ, würde ich jetzt mal, selbst verheiratet zu sein, vielleicht lehne ich mich da jetzt zu weit aus dem Fenster, aber würde ich sagen, das ist schon, und spätestens wenn man dann nach dem nach dem Schließen der Ehe am nächsten Morgen merkt, dass man durch die Splitting-Tabelle weniger Steuern zahlen muss, dann ist das überhaupt nicht spekulativ, sondern dann freut man sich. Okay. Ja, so. Okay. Wenn Sie jetzt sagen, machen Sie doch bitte mal die Tür auf, ich will gehen, dann geben Sie einen direktiven Sprechakt. Ja. So, also Sie machen es, Sie tun, also es ist was ganz Triviales. Ja, es ist ganz trivial. Ja, insofern ist dieses Wort, das ist dieses Performativitätswort, das ist so ein Einschüchterungswort, das aber nur eigentlich gar nichts Einschüchterndes haben sollte, weil wir tun es sozusagen ständig. Ja, und das Zweite, was ich Sie fragen wollte, ist, Sie reden jetzt vom Sprechakt. Ist es denn auch so, zum Beispiel als Zeichen, als Semiotik einer Figur sozusagen? Also gilt das dann auch? Also die Wahrnehmung, wie ich mich kleide, wie ich auftrete, wie ich... Also das ist jetzt, Sie haben jetzt sozusagen praktisch schon so ins Zentrum der Performativitätstheorie gezielt, die sich also ausgehend von dem Performance-Begriff, wie ihn Austin entwickelt hat, jetzt überlegt, Moment mal, ist jetzt wirklich dieses Ja-Sagen oder etwas erklären oder das Befehle geben, ist das schon alles oder kommt nicht sozusagen so ein inszenatorisches, ein Performance-Moment hinzu, wo auf einmal, ne, also meine Kleidung, mein T-Shirt, was auf dem T-Shirt draufsteht, eben auch sozusagen eine Art Statement ist, aber auch eine Art Rahmung und damit auch ein, also es gibt ja sozusagen jetzt auch Sprechakte, die sozusagen ein echtes Gefühl zum Ausdruck, wenn sie kondolieren oder sowas, wo man umgekehrt sagt, wenn ich ein T-Shirt auf dem irgendwie Solidarität mit, dann meine ich das auch ernst, ne? Also dieses Ernstmeinen ist dabei. Insofern Kleider und die Art, wie ich mich kleide, ist auch Teil eines performativen Handels, kann sozusagen äquivalent sein zu einem Sprechakt. Vollkommen richtig. Das heißt, pro Seminar bestanden. Ja. Sie wollen. Was war denn? Sie haben doch ein eigenes. Das ist jetzt zum Saalmikrofon. Jetzt. Aber ich meine, was ich jetzt hier vorgetragen habe, ohne diese ganzen Theorien dahinter zu kennen und auch den Austin nicht, wie würden Sie denn das einschätzen, also einordnen in Ihre Sprechakte-Theorie? Was denn? Ja, diese, so eine Begriffsanalyse. Konstituierung dieses Begriffs. Gut, ich meine, das ist natürlich nochmal so eine, wie soll ich sagen, du weiß ich gar nicht, ob Austin sozusagen einen Begriff für hätte, ob er sagt, das ist so wie ein deklarativer Sprechakt. Aber dieses, die Deutungshoheit über einen Begriff bekommen wollen oder überhaupt Begriffe prägen, also neuen Begriffen zur Geburt verhelfen, das sind natürlich Dinge, die es im Rahmen der Wissenschaft ganz häufig gibt, aber natürlich auch im Rahmen des Politischen. Ne? Also im Rahmen der Wissenschaft ist man immer froh, wenn man einen Begriff prägt, den alle im Munde führen. Ja? Also Performativität zum Beispiel, sage ich jetzt mal so. Ne? Also Austin und Frau Fischer-Lichte, die haben es geschafft. Ja? Die haben diesen Begriff groß gemacht, jetzt zumindest bei uns.
Aber wie Sie auch sagen, mit der Stadtgesellschaft, wo Sie auch gezeigt haben, dass dieser eine Herr da Politics gemacht hat, indem er dafür gesorgt hat, dass bei Suhrkamp eben der Titel dann so heißt. Ich glaube, dass das nicht nur ein Sprechakt ist, sondern dass das natürlich ein Geflecht von Sprechakten ist, die da eine Rolle spielen. Also was weiß ich, dass man den Suhrkamp-Lektor kennt und sagt, du, wenn du jetzt diesen Titel nicht nimmst, dann veröffentliche ich mein nächstes Buch nicht bei dir. Ja, also das wäre sozusagen, ich weiß nicht, was ist das, eine Drohung? Ist eigentlich eine Form von Versprechen. Das ist sozusagen ein negativer versprechender Sprechakt. Also nur, und das ist das ganz, was man ganz häufig auch hat in politischen Zusammenhängen, da gibt es eine ganze Reihe von Sprechakten, die zum Teil sehr indirekt ablaufen, zum Teil aber auch sehr direkt und sehr brutal sind. Und insofern ja, auch das ist ein Beispiel davon, wie so durch ein Geflecht von Sprechakten Begriffe geformt, Begriffe aber auch in die Welt gebracht werden und dort dominant oder weniger dominant. Es gibt auch Begriffe, die scheitern, ne? Die schaffen es nie, obwohl sie ganz toll wären. Da ist, und das ist sozusagen das Interessante, was ich davon mit dieser illokutionären Kraft, was ich das gesagt habe, oder diese institutionelle Rückbindung, da ist Macht im Spiel. Das ist auch richtig ganz einfache, in-your-face politische Macht. Ja, und damit ist sicherlich auch eine Kehrseite verbunden, die wir vielleicht später auch noch ansprechen wollen. Aber ich will auch noch mal ganz kurz was zu Ihrer Frage sagen. Ich meine, Sie haben natürlich jetzt dann schon instinktiv darauf hingeführt, was es uns dann natürlich auch später gehen wird, und zwar, dass es natürlich um diese Konstitution geht, also quasi die Konsequenz von diesem Sprechakt. Ja, also wenn jetzt der Pfarrer sagt oder der Standesbeamte, ich erkläre Sie hiermit zu Mann und Frau, dann hat er eben diese Ehe in die Welt gesetzt. Und wenn ich jetzt sozusagen als Individuum für mich etwas erkläre, also ich bin jetzt ab heute der und der, ja, dann habe ich mich konstituiert und damit etwas in die Welt gesetzt. Und die Frage ist, unter welchen Bedingungen kann ich das tun? Kann ich das jetzt so im Land, auf dem Dorf tun, wo ich wohne mit den 3, 4, 5, 20 mir bekannten Menschen? Wenn ich denen sage, ab heute bin ich, ich weiß es nicht, dies und das, dann wird das in Frage gestellt. Mir gelingt es sozusagen nicht. Also da ist sozusagen die Bedingungen, wie Sie Austin beschreiben, so irgendwo sozusagen passiert da eben dieses Unglück und das funktioniert in der Form nicht. Und aber wenn ich jetzt in einer anderen Umgebung bin, in der wir dann wieder mit der Stadtgesellschaft kommen, da gelingt es mir eventuell, weil eben diese Gelingungsbedingungen existieren. Und ich denke, so in dieser Form und in dieser wiederum auch Alltäglichkeit, in der wir es eigentlich gebrauchen, liegt dann eigentlich das Interessante und Relevante für diese Form der Gesellschaft oder der Stadtgesellschaft, wie wir sie so praktizieren. Jetzt gucken Sie mich ganz kritisch an. Habe ich da jetzt was? Nee, ganz sicher. Ich gucke Sie ganz überfahren. Entspannt an. Das ist gut. Ich lausche Ihnen gebannt. Bin ich gar nicht gewohnt. Aber es freut mich natürlich umso mehr und würde jetzt trotzdem dann sozusagen Kraft meines Amtes hier den Sprechakt vollführen und sagen, jetzt ist dann tatsächlich die kurze Pause und würde dann eine Einladung aussprechen an Sie hiermit auch doch vielleicht schon das ein oder andere Getränk zu sich zu nehmen, wenn Sie denn möchten. Bevor wir jetzt damit dann tatsächlich hier alle aufstehen und dann, sagen wir mal, in der Viertelstunde wieder beginnen, noch die Information, Frau Fischer-Lichte, die Ihnen für den Hauptteil des Abends noch mit angekündigt war als eine der Gäste auf dem Podium, müssen wir leider entschuldigen. Aufgrund persönlicher Gründe konnte sie kurzfristig den Termin nicht wahrnehmen. Somit bis dahin ganz herzlichen Dank Ihnen beiden, ganz herzlichen Dank Ihnen für die Teilnahme an der Einführung und bis gleich. Applaus